Hallöchen, Dong. Oh, meine lieben Kreativlinge. Ich müsste mir echt mal was anderes einfallen lassen. Ha, ihr seht fast gar nichts. Ich habe ja aus der Kooperation mit Globalin. Das werde ich wahrscheinlich nicht als Kooperationsvideo hochladen. Aber ich habe gesagt, ich will ja einmal alles durchtesten. Brr. Und ich zeige es euch trotzdem. Ich hoffe, ihr könnt ihn nochmal lesen. Ich werde trotzdem wie in einem Kooperationsvideo alles in der Infobox verlinken. Und mit der Erinnerung an meinen Rabattcode, der Natter 10 ist. Wie gesagt, ich werde es nicht wahrscheinlich als Kooperationsvideo laden. Aber ich wollte einmal alles austesten. Und ja, das sind diese Standschablonen, die zu Boxen werden sollen. Ich gucke mal gerade, ob ich das Bild dazu finde. Was kann man damit machen? Ich habe mich jetzt aber für den hier entschieden. Weil ich wollte jetzt nicht alles auf einmal machen. Man kann auch noch ein Schäfchen und ein Küken draus machen und halt eben einen Hasen, aber ohne Gesicht. Aber ich habe mich halt jetzt für den entschieden. Weil ich bin ehrlich, es ist relativ viel Kleberei. Ich habe einmal, zweimal den Boden hier ausgestanzt. Zweimal. Viermal das Teil oder achtmal insgesamt rein theoretisch, aber viermal nur für den Boden. Hab dann von unten das einmal rundherum geklebt, ne, also so von unten. Und hab dann noch einmal, um die Klebelaschen zu verstecken und um der Stabilität wegen, noch einmal eben eins unten drauf geklebt. Genau, jetzt werden wir oben den Deckel machen. Ich habe jetzt zweimal dieses Teil ausgestanzt. Das kommt tatsächlich auch so raus. Dann viermal das Teil. Davon werde ich einmal das hier wegschneiden. Und das braucht man tatsächlich gar nicht. Also einmal weg. Das kommt so raus, wenn ihr das ausstanzt. Dann falzen, zuerst falzen. Ist am einfachsten. Also ich habe auch keine ungewollten Schnittkanten, muss ich bis jetzt sagen. Weil das ist ja immer etwas schwierig. Ich hatte ja schon ein paar Mal Boxen, die dann einfach mal Schnittkanten waren statt Falzkanten. Und dann schneide ich nochmal mit der Schere so ein bisschen ein, weil das wird nicht ganz durchgeschnitten. Ich muss aber aufpassen, nicht zu viel zu schneiden. Das weg, das weg, das weg. Und dann ziehe ich mir die einmal so übers Falzbein, dass die schon mal eine Rundung bekommen. Weil dann ist das Kleben tatsächlich auch ein bisschen einfacher. Wie wenn die wirklich nur so stramm sind. Also ich probiere gerne Sachen aus. Probiere liebend gerne Sachen aus. Deswegen bin ich echt gespannt, wie das wird zum Schluss. So, Kleber. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich stanze erst aus einer Folie noch ein Ei aus. Also kein Lochei, sondern halt so ein Bodenei. Man kann damit auch Karten machen. Ist mir gerade so eingefallen. Wenn man quasi die Motive, die man da hat, einfach ganz normal ausstanzt. Mal schauen, vielleicht wollte ich das auch noch testen. Aber heute nicht. Aber ich hätte vielleicht Papier drunter legen sollen, ja, dann stand es meistens besser aus. Obwohl es ging. Es ging. Hat sich perfekt ausstanzen lassen. Sehr schön. Manchmal habe ich nämlich das Problem, wenn ich dann was aus Folie ausstanzen möchte, dass es dann eben nicht geht. So. Genau.
Und das werde ich. Mache ich Klebemaus oder? Nee, ich nehme ein doppelseitiges Klebeband. Weil meine Klebemaus hängt ein bisschen. Folie und Flüssigkleber funktioniert immer nur so semi-gut. Deswegen entweder Klebemaus oder doppelseitiges Klebeband. Aber Flüssigkleber und Folie funktioniert nur. Zumindest mit dem vom Action. Vielleicht der Tombow vielleicht. Gibt bestimmt. Obwohl, so ein Strasssteinkleber. Gibt ja auch extra einen Strasssteinkleber. Könnte auch gut funktionieren. Aber ich nehme jetzt halt. Habe ich jetzt alles nicht da und ich nehme jetzt. Doppelseitiges Klebeband. Na. Geh doch mal runter von mir. Okay, jetzt mal schön, dass ich die Folie einigermaßen ordentlich drauf bringe, weil Folie und Kamera und oh, von vorne und von hinten ist schwierig. Das Licht kommt von vorne und dann habe ich die Kamera noch im Gesicht quasi. Okay, aber es sieht gut aus. Ist zwar jetzt nicht perfekt drauf, aber auch nicht so schief. Okay. Aber jetzt haben wir ein Problem. Flüssigkleber funktioniert da drauf jetzt nicht mehr. Dann brauche ich trotzdem wieder doppelseitiges Klebeband. Ha, ich hatte gerade noch überlegt, nimmst du doppelseitiges Klebeband oder nimmst du wirklich Flüssigkleber? Frage hat sich jetzt dann erübrigt. Der weiß ich jetzt nicht, ob das was wird. Ich glaube, da mache ich nochmal eine Schicht auf dem anderen drauf. Weil ich decke ja nicht alles ab mit meinem Klebeband. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe ja immer noch mal ein paar Lücken gerade am Rand, da wo es im Endeffekt wichtig ist, wie ich finde. Werde ich dann auch noch mal dann Klebeband auf mein Ding anbringen. Ah, oh, ich habe reingetatscht. So, da meine ich. Wenn es geht bis zum Rand. So. Machen wir mal drei Stück fertig. Im Endeffekt braucht man dreieinhalb. Also man braucht nicht ganz vier. Na, ich habe jetzt reingetatscht. So, das wird jetzt tricky. Wo fange ich jetzt am dürfsten an? Ohne dass ich jetzt aus der Kamera raus bin, ohne dass ich jetzt alles zeige, weil das ist jetzt wirklich gar nicht so einfach. Weil das andere habe ich eben ja mit Flüssigkleber gemacht und da konnte ich ja.
Hatte ich auch keine Kamera vorm Gesicht und ich konnte nochmal nachjustieren. Das kann ich jetzt halt eigentlich hier nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt voll konzentriert. Aber die erste Bahn klebt. Die erste Bahn klebt. Schlimmste ist tatsächlich diese Rundung oben. Unten geht's, weil das so schön breit ist, aber oben ist tatsächlich etwas schwierig. So. Dann, ja, machen wir gleich. Mache ich hier ein bisschen Kleber drauf. Kann ich jetzt eigentlich auch mit doppelseitigem Klebeband machen, aber so brauche ich dann nur auf eins gucken. Aber das kann ich ja dann noch ein wenig rutschen. So. Und dann geht es weiter mit dem Fummel-Fummel. Aber ich muss sagen, geht eigentlich relativ. Diese krassen Rundungen sind halt gar nicht so einfach. Ich will mich nicht loben. Ich will mich auch nicht vor dem Abend loben. Aber funktioniert tatsächlich relativ gut. Da muss ich auch nochmal, ich habe nur gerade geguckt, Kleber aufbringen. Jetzt wird schon ein bisschen schwieriger, weil ich irgendwie die Gerade nochmal hinkriege. Das vorhin war wahrscheinlich echt nur Glückssache. Aber wenn ihr sehen könntet, wie angestrengt ich hinter dieser Kamera sitze, ne? Ich bräuchte eine Frontkamera für jetzt, aber das Gesicht will keiner sehen. Ich habe meine Haare noch nicht einmal gemacht heute. Schlimmer wie eine Geburt, ey. So, Klammer drauf. Und ihr seht, es bleibt ein Stück übrig. Ein bisschen viel. Deswegen so schneide ich. Ich gucke. Ja, schneide ich quasi das hier ab. So zwei Teile schneide ich ab. Machen wir da auch nochmal Klebeband drauf. Ist halt gar nicht so einfach. Jetzt bin ich am Kleber. Aber am wichtigsten ist der Rand. Notfalls kann ich nochmal nachkleben. Aber da bin ich nicht bis raus. Habe ich schon gesehen. Okay. So. Ah, ne, da würde mir sogar was fehlen. So ein Mist. Naja, es klebt. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Es klebt. Da rein. Da scheint es gut zu halten.
Jetzt habe ich natürlich da so ein bisschen Überstand, das habe ich da teilweise auch. Aber wenn ich Glück habe, kann ich das ein bisschen, dass zumindest dieser Überstand nicht ganz so krass, ne? Da muss ich auch noch mal. Dass er nicht ganz so krass ist. Das war jetzt echt gar nicht so einfach. Aber da, das nervt mir jetzt ein bisschen. Aber gut. Ich glaube, solche Boxen werden nie perfekt. Ich bin gespannt, ob die drauf passt. Ich habe die sogar verkehrt rum gemacht. Nein! Ich hätte den Boden nach innen machen müssen. Ich hätte den Boden nach innen machen müssen. Ja, jetzt habe ich es nämlich verkehrt rum im Endeffekt. Und ich krieg's auch gar nicht rein. Ich krieg's auch gar nicht rein. Kann ihn noch so drücken. Ich krieg's nicht rein. Naja, jetzt. Aber ich habe es, wie gesagt, verkehrt rum gemacht. Ich hätte quasi die Box nach außen machen müssen und die andere nach innen. Das ist quasi. Das ist tatsächlich mein Fehler jetzt. Aber ja. Die ist zu groß. Habe ich nicht bedacht. Ich hätte es quasi verkehrt rum machen müssen. Weil die habe ich ja nach außen geklebt. Ne, habe ich ja von unten dran geklebt. Und das habe ich ja von innen geklebt. Aber ich kann das auch nochmal aufreißen. Ein bisschen quetschen würde es funktionieren. Naja, ist jetzt halt nicht perfekt. Ist nicht perfekt. So, dann machen wir mal die Decoration drauf. Schauen, ob die Klebemaus. Ach, die will nämlich nicht. Also, das ist ein Fail von meiner Seite hier. Hat jetzt Global nichts damit zu tun. Gucken, dass ich die Füße richtig rummache. Oh, diese Klebemaus, die nervt mich. Die rollt nicht. Nee, doch so. Die rollt einfach nicht. Da bin ich ehrlich froh, wenn die leer ist. Die rollt nicht. So ein blödes Ding. Hat sie von Anfang an aber schon nicht. Also nicht von Anfang an. Dann bin ich ganz froh, wenn die dann leer ist. So. An die Finger klebt sie dann, ne? Aber wie gesagt, die rollt mir einfach nicht. Also wenn ich es richtig rumgemacht hätte, hätte es funktioniert. Okay, das werde ich leider mit Ding aufkleben müssen. Aber ich weiß nicht, ob es hält. Schon, ob ich die Füße noch ein wenig nach unten versetzen kann.
ist das Gesicht nicht so eingequetscht. Mal die Augen angucken. Okay. Aber ich weiß, dass ein Osterei auf jeden Fall reinpasst. Schon ein bisschen lustig aus, wenn alles so schwarz ist und der Parse so pink. Aber ich habe sie ausgetestet. Wie gesagt, wenn ich die jetzt einfach nicht verkehrt rum gemacht hätte, hätte die vielleicht sogar gepasst. Schaut das auf dem Bild aus? Ah ja, okay. Das sind die Arme weiter unten. Und die Füße auch. So. Und die Arme noch. Ja, also ist definitiv nicht perfekt, gebe ich offen und ehrlich zu. Und ich habe, glaube ich, die Augen verkehrt rum drauf. Also, ja, der Shield bei mir. So. Dann haben wir noch gesaubert hier. Blöd. Aber dadurch, dass ich dann jetzt hier Papier habe, kann ich dann doch nochmal nachkleben. Vielleicht die Ohren auch nicht so weit nach unten. Also wenn ich es genau verkehrt rum gemacht hätte, also den oberen Teil nach außen und den unteren Teil nach innen. Dann hätte es bestimmt funktioniert. Ja, also quasi genau verkehrt rum. Aber ich habe es jetzt halt leider Gottes verkehrt rum gebastelt. Leider Gottes. So, dann machen wir jetzt noch den Ring rein. Das habe ich aber ehrlich gesagt nicht bedacht. Der wölbt sich hoch. Jetzt. Nee, doch nicht. Hier muss ich aufschneiden. Legt sich's übereinander. Ist ja quasi erst nur zur Stabilität und dass man halt die Klebelaschen eigentlich nicht sieht. Dieses Gezuddel da, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, diese Zacken. Also mit viel Geduld funktioniert das, denke ich, schon ganz gut. Aber zum Beispiel für den Kindergarten 30 Stück würde ich da keine machen. Würde erstens zu lang dauern. Und viel zu viel Aufwand im Endeffekt. Obwohl die echt süß sind, gebe ich zu. Ich finde die süß. Aber es ist wäre mir zu viel Aufwand, dort 30 Stück zu machen. 5 vielleicht. Dass man das dann so hinten nebenher wegbastelt, aber
Dann müsste man wirklich darauf achten, dass man nicht verkehrt rum arbeitet. Aber wie gesagt, es ist meine Schuld. Jetzt geht das Ding wieder ab. Ja, ist noch nicht trocken. So. Meine lieben Kreativlinge, ich esse jetzt was. Ich sage danke fürs Zusehen, danke fürs Ertragen. Ist auf jeden Fall süß. Ja, wenn da noch Schoki drin ist. Aber wie gesagt, ich habe es halt leider verkehrt rum aufgebaut. Aber genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund. Bye bye.